Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Red Dead Redemption 2. Ja, es gab ein kleines Problemchen, und zwar als ich gerade eine, als ich eine Pause in der letzten Folge, also die Folge beendet hatte, fing die an wieder zu bohren in dem Haus hier, wo ich wohne. Jetzt ist es aber auch schon wieder ein bisschen ruhig. Ernsthaft. Anstatt drüber zu springen, springt es auf den Zaun. Das ist auch gut. Jetzt aber schon wieder ein bisschen ruhig und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, es zieht halt jemand ein oder so, keine Ahnung, wofür man da den ganzen Tag bohren muss. Ich hoffe aber mal, dass es ein bisschen ruhig ist und wir ein bisschen wieder aufnehmen können, denn ich weiß nicht, was ich sonst machen kann. Also, ich spiele halt so gerne. Morning, Pete. So, wir wollen ja das Anwesen noch mal angucken und die Kirche. Kirche. Entschuldigung, ich muss mich ein bisschen räuspern. Ja. So, und ich habe auch gerade erst erfahren, dass es einen schwarzen Araber auch noch gibt. Aber den kann man kaufen. Also, oder muss man kaufen. Und der ist auch teuer. 1050, und den kann man nur in den Stallungen von Saint-Denis. Entschuldigung. Hier ist sonst nichts, ne? Ich habe jetzt nur den Leuten geholfen. Ah, ach ja, stimmt. Das tun die hier also auch in der Welt. Einfach einen Zug überfallen. Das ist echt gut. Muss die Kirche hier nicht noch irgendwo sein? Da ist die Kirche. Kirche. Gehen wir da erstmal hin, weil wenn er das aufzeichnet, ist da meistens was Interessantes. Oder eigentlich immer. Bis jetzt. Also erst die Kirche und dann Kirche und dann das Anwesen. Okay. Die wissen also noch, wer ich bin. Thank you.
Entschuldigung. Gut, habe ich nicht aufgehoben. Genau. Schlimm. Da isst er ein Brot, ey, und dann ein bisschen nur noch am Räuspern. Was ist denn da los? Ja, sowas sollte ich auch noch holen, stimmt, ja, Patronengurt und sowas. So. Was könnte es hier geben? Hier kochen, ja. Ist auf jeden Fall ein gutes Lager. Ist mal ein bisschen geschützt. Ich frag mich nur, was es hier geben soll. Oh, ein Piratenrum. Für mich nicht aus, als wenn es hier was gibt. Münzbeutel. Entschuldigung. Zigarettenbild. Ja, das ist gut. So Sammlerobjekte hier wieder, die man eigentlich verkaufen kann. Drehe. So. Solche Sachen lese ich nicht vor. Das, also solche Karten, das ist mir zu dumm. Es war schön, dass sowas drin ist und es ist bestimmt auch die Entwickler und sowas und ich möchte die auch nicht irgendwie beleidigen. Das ist doch mehr als nur diese Premium-Zigaretten. Na, wo habe ich diese Zigaretten-Dinge? Ach, hier sind die Kippen. Alle wegwerfen. Was? Das ist ein Premium-CEO. Oh, Entschuldigung. Ich will wissen, was das daneben ist. Ich kann das ja leider nicht durchschalten. Da ist doch was drin, aber anscheinend habe ich es aufgehoben. Aber dass das alles ist, finde ich ein bisschen enttäuschend. Da ist noch eine Kassette. Oh, das sieht doch schon besser aus. Da ist auch ein Spiegel drin, wir brauchen noch einen Spiegel, Mann. Das ist auch noch eine Schatulle. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen Geld sparen.
Ich will ja natürlich den schwarzen Araber irgendwann kaufen. Der kostet aber 1050, glaube ich. Oder 1500? Ne, ich glaube, es waren 1050. War eine komische Zahl. Nein. So. Ja, was wieder weiß. Guck mal, wie strahlend weiß auf einmal wieder. Hoi. So, und jetzt wollen wir natürlich zu dem Anwesen, wo wir wahrscheinlich wieder fighten müssen, weil da wieder ein paar sind. Hey ho Silver, schwing die Hufe! Wo war das denn her? War das Bruce Allmächtig? Ich weiß nicht, auf jeden Fall war es Ace Ventura. Also der Schauspieler Jim Carrey. Genau, Jim Carrey. Hey ho Silver, schwing die Hufe! Easy now. Sieht verlassen aus. Hier Eichhörnchen, Hillbilly Frühstück. Ah, das könnten ein paar Häuser sein. Ich guck erstmal im Pavillon. Nix. Was ist denn mit unserer Nahrung, ey? Brandy erstmal einfach sich hinter die Binde kippen, weißt du so? Einfach bam. Echt, das wäre Mais. Maisrollen. Oh. Schickes Häuschen. Wäre schön, wenn man sich so einen Grund oder so ein Land kaufen kann. Dann hier so ein Haus noch. So im Endgame würde es eigentlich vollkommen reichen. Ich bin sowieso auch auf den Online-Modus immer noch gespannt. Obwohl, wahrscheinlich, wenn die Folge hier rauskommt, gibt es den natürlich schon. Oder ich hoffe es mal. Ich weiß gar nicht, wann der kommen soll. Aber wir haben jetzt den 1. November. Und angeblich soll er im November kommen, der Online-Modus. Trophäen gibt es sogar schon dazu. Eigentlich ganz nett, das Häuschen hier. Ein Bett und sonst nichts. Ne. Was? Okay, gut, dann nicht. Schlossen.
Wehe, da ist ein Schlüssel drin. Zack. Ah, jetzt sind wir hier drin. Wow, Premium-Zigaretten. Ich glaube, ich muss die Premium-Zigaretten echt sammeln, oder? Weil da gibt es, glaube ich, immer die Bilder drin. Haben wir schon. Scheint windig draußen zu sein. Also. So, das im Haus war jetzt nichts Besonderes, ehrlich gesagt. So, durchs Fenster springen wir auch eine coole Animation. Ja, es ist stürmisch geworden. Da können wir mal gucken. Da komme ich, glaube ich, nicht rein. Nee. Mach bloß nicht den Riegel da weg, der pocht ab. Das Ding hat nicht mal eine Tür. Hier kommt man auch nicht rein. Schade, schade, schade. Tja, hier vielleicht noch das Krupp-Ding. Ah, sogar eine Statue. Großer Schmuckbeutel. Ich weiß nicht, warum ich die Schatulle schließen soll, ehrlich gesagt. Sammeln und untersuchen. Für dein Pferd herzustellen. Ah, okay. Gut, war jetzt nicht so besonders hier hinzugehen, da war die Kirche doch interessanter fast schon. Aber wir haben es gemacht und das ist immerhin die Hauptsache, finde ich persönlich. Erledigt ist erledigt. Was wir auch mal machen könnten, ist. Obwohl, warte, ganz kurz. Schatzsuche geht. Ja. Da. Albert Mason, Jim Boy Calloway, die Edelsmänner und eine Frau. Ah, okay. Herausforderungen, Benachrichtigungen, Feldschnitzereien, das ist alles ein bisschen ruhig. Gut, nicht. It's all right. Gut, dann wollten wir jetzt ja eigentlich Albert Mason. Der
Doch, ist wieder da. Okay, gut. Zack, zack, zack. Mr. Mason und Mr. Morgan. Und Mr. Marston. Das Marston, Mason, Morgan. Also irgendwie M's. M ist beliebt, habe ich das Gefühl. Diese Kaninchen haben alle Selbstmordgedanken. Mein Pferd kann sich aufbäumen. Gesundheit auf Stufe 6 erhöht. Ausdauer auf Stufe 6 erhöht. Obwohl, so ein weißes Pferd hat natürlich was. Ein schwarzer Araber, der soll auch ein bisschen, ganz kleines bisschen besser sein als das weiße. Aber ich weiß nicht, das vom Aussehen her, weiß ist natürlich so eine. Hat doch schon irgendwie Seltenheitswert, aber schwarz. Schwarz ist ja irgendwie. Hat jeder. Fast, würde ich sagen. Also, braun ist, glaube ich, so das gängigste. Oder halt mit Flecken, also Schimmel und sowas. Aber. Ich glaube, weiß ist doch was Besonderes irgendwo. Nein, natürlich nicht. I can't believe that worked. Yep. You even know what you're doing? I know how to take care of myself, partner. So, what's your plan anyway? Plan? I plan not to get caught. Now shut up, hurry up. It ain't my problem. Stimmt. Haben wir eigentlich noch den Sheriffstern? Irgendwie nicht, ne? Schade. Da können wir auch mal kurz gucken. Warum habe ich das Gewehr auf dem Rücken? Ich weiß es nicht. Tja, es gibt halt nicht immer was zu finden, wie es aussieht. Manchmal ist ein kaputtes Haus eben doch nur ein kaputtes Haus. Tja, die Information, dass halt jede einzelne Waffe zu sehen ist, ist nur halb richtig, ne?
die, die man bei sich trägt, ist auf jeden Fall immer, sind immer alle zu sehen. Das ist wahr. Aber beim Pferd werden sie dann auch einfach mal richtig weggepackt. Ist auch nicht so schlimm. Ich finde es schon gut. Sehe zwar geiler aus, wenn man das irgendwie einstellen könnte. Vielleicht nicht alle, aber dass halt so irgendwie zwei Gewehre oder halt drei Gewehre irgendwie an den Seiten oder so sind. Sehe schon geiler aus. Vielleicht gibt es da irgendwann ein Patch für, das wäre schon cool. Und ja. Aber dass es am Mann ist, das ist auf jeden Fall wichtig, finde ich. Ich mag keine Spiele, wo man sich so einen Raketenwerfer einfach so aus dem Hintern zieht oder so, ich weiß nicht. Wo man halt nie weiß, wo es herkommt. Aber hier sieht man halt immer alle Waffen am Mann und das ist gut. Warum das nicht mehr Spiele gemacht haben oder machen, verstehe ich nicht. Gut, bei einem GTA Online verstehe ich es irgendwo. Wegen Raketenwerfern und. Aber ich hoffe, in Red Dead Redemption Online wird das genauso übernommen. Ich hoffe überhaupt, dass das Spiel beim Online-Modus sich eigentlich gar nicht großartig unterscheidet. Am besten, dass man so auch alles machen kann, wie auch im Singleplayer-Modus, außer natürlich Hauptquests oder sowas natürlich. Und das ist halt das Einzige, was halt anders ist im Multiplayer dann, dass man die Spieler halt, also was weiß ich hier, so Deathmatch-Dinger machen kann und. Was mache ich denn jetzt? Ja, so Deathmatch-Dinger machen kann und. Aber dass man ein Lager hat und ich glaube, man hat auch ein Lager, so steht es auf hier, oder so kann ich es aus den Trophäen halt schließen, denn die sind schon da für den Online-Modus. Ein Lager wird es wahrscheinlich geben und. Also, na, wird schon ganz cool. Was ist das denn hier? Ah! Ja. Keine Sorge, du bist heute nicht auf dem Speiseplan. Oder wir geben einfach mal Gas. Ah, wieder der so ein Typ. Lord have mercy. Hey! Need a hand with your horse? Hey, come back! Oh no! This is really nice of you. Thank you. Please. Accept my thanks as reward. I won't forget this. Sure, mister. Not bad, girl. Tja, ich dachte, der wird wieder weggetreten, aber anscheinend ist das hier nicht so oft. Also, das wiederholt sich hier nicht alles tausendmal. Das ist immer ein bisschen anders. Und das finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Kuppel. Aber ich würde sagen, bevor wir noch weiter zu Mason gehen, machen wir hier erstmal ein Folgenpäuschen. Und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.